Ein herzliches Willkommen zu Let's Play Omsi, der Omnibus Simulator 2. Eigentlich kommt Omsi 2, der Omnibus Simulator. Ich moderiere natürlich von Grund auf immer falsch an. Das kennt ihr ja von mir. Ehemalig Eisenbahn Extreme Virtuell. Jetzt endlich mal offiziell unter dem neuen Namen Gamebox Trains. Abgekürzt mit Gamebox T. Also im Endeffekt derselbe scheiß Name, bloß in einer anderen Definition unter Gamebox. Und davor hieß ich ja Eisenbahn Extreme Virtuell und jetzt heiße ich Gamebox Trains. Ja. Grund dafür ist, dass ich mehr als nur Eisenbahn zeigen möchte oder genau schon immer mehr als Eisenbahn gezeigt hat und man nicht immer denken sollte, dass ich nur Eisenbahn zeige. Nichts gegen die Eisenbahnfreunde, es gibt für euch trotzdem noch genug. Nicht, dass ich irgendwann mal lese, schade. Mir hat dein alter Name besser gefallen. Keine Panik, Eisenbahn wird immer noch gemacht. Der Bus zittert wegen, ne? Ja, wir fahren heute auf der Map Sittingen, auf der Linie 662 von Viersenplatz zum zentralen Omnibusbahnhof von Sittingen, rüsten gerade unseren Bus auf. Ja, toll. Ja. Nein, 9 war falsch. Nee, Kurs so. 662.00 bestätigen. Und die Route ist die 02. Und ich bin jetzt aus Versehen auf den Desktop gelandet. Ja. Die Leute wollen nicht zusteigen, das heißt, wir fahren heute eine Leerfahrt. Weiß gar nicht warum. Hallo? Wollen Sie nicht zusteigen? Nö, haben keine Lust. Ist natürlich viel besser für uns, ne? Jetzt mal hier ein bisschen rumturnen, damit sich das auch anhört. Das war der Leerlauf. Nein, die Frau wollten wir eigentlich nicht mitnehmen, also es war nicht meine Absicht. Nee, die wollen nicht mit. Gut. Keine Lust mitzufahren. Dann fahren wir auch nicht. Gut, wir dürfen jetzt abfahren. Würde ich sagen, das machen wir noch. Das machen wir noch nicht. Jetzt dürfen wir es machen. Mensch. Stelle Schaufelberger Straße. Ja, die Schaufelberger Straße. Ist die nächste Haltestelle. Wir fahren hier mit den Citaro rum. Irgendwie haben die keine Lust anzusteigen, das liegt wahrscheinlich wie eine Matrix. Sehen wir gleich. Muss man die Matrix kurz mal ändern. Und jetzt wieder neu.
Gut. Und jetzt wieder neu anstellen. Vielleicht mal die richtige Taste erwischen, ne? So, jetzt müsste es funktionieren. Wenn nicht, dann was jammt. Stellen wir es halt so ein. Das sieht manchmal am Bus. Ich hab's noch nicht mit dem Bus. Shit. Ja, jetzt geht's. Das ist nämlich ja irgendwie ein Fehler vom Bus, das hat man mir schon mal gesagt. Darauf hat mich ein netter User schon mal darauf hingewiesen. Er hat gesagt, da gibt es manchmal so die Zitau. Das Bus ist jetzt im Wind geschossen. Ja, deswegen wollte ich die Person da auch nicht einsteigen. Nächste Haltestelle. So, jetzt haben wir zwei Gummis hintereinander. Und hier haben wir eine rote Ampel, wo ich jetzt nicht erkennen kann, ob sie immer rot ist. So, fahren wir mal so vor. Wir sind hier auf der Straße, hier gelten ja andere Verkehrsordnungen als auf der Schiene, ne? Das muss man immer so vor Auge halten, aber ich halte es mir irgendwie nie vor Auge. Deswegen baue ich auch ziemlich viele Unfälle auf der Straße. Jetzt nicht in der Realität, sondern in OMSI. Weil ich nämlich immer dran denke, ne? Ja. Oder genau gesagt, ich denke nicht dran. Ich schalte immer mein Hirn ab, wenn ich OMSI fahre. Weil ich dachte, jetzt kann ich endlich mal die ganzen Regeln und so vergessen. Scheiße. Straßenverkehrsordnung, hallo. Nein, Quatsch, ich komme irgendwie seitdem ich neue Maps von OMSI 2 habe, komme ich irgendwie mit der Lenkung nicht mehr richtig klar. Ich muss das ja mal auch automatisch zentrieren, ne? Bloß ein Kumpel von mir hat mir gesagt, ey, wenn du das die ganze Zeit machst, ist das ja langweilig, ne? Und seitdem zentriere ich das nicht mehr automatisch, seitdem ist mir fast ziemlich in die Knie gegangen. Ich musste ziemlich drunter leiden. Gerne zu. Man kann nicht zu. Ich versuche es halt jetzt ein bisschen hier mich dran zu gewöhnen, dass das Lenker sich nicht mehr automatisch zentriert, dass ich nicht mehr so hart einschlagen muss. Ob ich es hinbekomme oder nicht, ist eine andere Frage. Naja. Mal schauen. Gewagt. Deswegen fahre ich da jetzt auch nicht gerade wirklich so schnell. Hier, das Gelenk, das kommt schon gar nicht mit, das ist jetzt auf dem Bordstein. Das wollte ich so gar nicht, also auf dem Bürgersteig, Bordstein da schon. Kann man ja beides zu sagen, ich weiß nicht. Hier hat man mal beigekommen, das heißt Bordstein. So, hier kommt mein Kollege ums Eck. Und er ist verschwunden. Nächste Haltestelle, Freiheitsplatz. Der ist gerade vor mir im Bus verschwunden, ich glaub's nicht. Also, dass vor mir Züge verschwinden, ja. Aber Bus? Hallo? Das ist so eine Art, Lichtshuttle. Lichtgeschwindigkeitsshuttle. Der fährt nämlich Lichtgeschwindigkeit. Wer ist laut? Hey, du liebes Auto, musst du mal bitte weiterfahren? Das jetzt ohne das Auto zu erwischen. Ich würde mal sagen, gut gelungen. Dafür stehen wir jetzt an der nächsten Runde. Mann, warum fahre ich denn eigentlich immer so weit vor? Kann man mir das mal sagen? Ich mach's trotzdem. Wir waren im Bus 40, was machen wir jetzt mal? Mit dem GB280, das ist unser, ja. Achso, da ist er ja, unser Kollege hier.
Nee, jetzt ist er schon wieder vor mir. So, jetzt muss ich mal kurz die... Ich falle hier hin. Wohin muss man jetzt? Gute Frage, wir kommen von da. Ich würde mal sagen, das ist dieser Fall hier vorne, der gilt für uns. Nächste Haltestelle. Rieddorfring. Hier in der Stadtmitte, da muss man hin. Nächste Haltestelle. Okay, da war jetzt ein Haltewunsch, aber irgendwie kam der Weg zu spät. Also da bin ich gerade vorbeigefahren, zack, kam Haltewunsch, hallo. Wahrscheinlich sagen jetzt die ganzen Abonnenten oder genau was die ganzen Zuschauer hier was anderes, weil ich es jetzt gerade jetzt erst gesehen habe, weil ich hier ein bisschen mehr auf die Straße gucke. Bordstein, tut mir leid. Versuchen Sie mal mit dem Bus in so einen Bordstein. In so runde Bordsteine. Das tut halt dem Profil des Rats wohl nicht gut. Hallo. Hallo. Ich hätte gern eine Tageskarte. Eine Tageskarte. Eine Tageskarte in der Nacht. Wer es braucht. Sie sind bestimmt nicht aufs Gehirn gefallen und wissen ganz genau, dass Sie hier noch Geld zurückbekommen. Hört sich das an. 70. Danke. Jawohl. Gut, ganz alles. Ein Blick raus. Ein Versuch der Folge, sag jetzt mal. Habe ich es geschafft? Ein Auto. Nächste Haltestelle. Hallenbad Sittingen. Das Auto dachte wohl, es hätte Vorrang und es wäre stärker als ich, ne? Und hat verloren. Ich will jetzt, glaube ich, nichts sagen. Also, wir fahren ins Hallenbad. Achso, wir müssen da. Wir müssen da. Jetzt habe ich es verstanden. Wir müssen da. Hier irgendwo ist das Hallenbad. Hier an der Aral-Tankstelle. Hier steht schon Hallenbad. Ja. Hallenbad Sittingen. Es wird schon mal besser als meine letzten Versuche, muss ich sagen. Also kann ich jetzt schon mal ein bisschen stolz sein, aber noch nicht, bis ich bis zum Ende durchgefahren bin, ne? Kann ich leider noch nicht sagen, ob das alles noch wird. Nicht, dass ich schon wieder neu beginnen muss. Ich will jetzt immer wieder alles neu anfangen, weil ich will keine Unfall Folgen aufnehmen oder keine Let's Plays, sondern wirklich Let's Plays, ne? Das ist es. Nicht, dass ihr irgendwie sagt, oh Gott, wie scheiße fährst du schon wieder. Es geht auf keine Kuhhaut von dir.
Und deine Kommentare, er ist so schwul. Ja, das will ich überhaupt nicht. Ich möchte eigentlich schon ziemlich neutral und natürlich raus durchkommen, weil sonst durchdringe ich überhaupt nicht durch. So, ich künzel auch gar nicht oder so, sondern ich spreche wirklich mit meiner wahren Art und Stimme. Die Stimme ist so scheiße, ja? 18, ich weiß, 18 Jahre und so, ich hatte Stimme. Das muss ich gut, aber kann ich ja nichts mehr. Wir sind halt so, wie wir sind. Und ich Let's Play halt auf meine eigene Art und Weise schon etwas langweilig. Ich weiß so, als würde ich es machen müssen. Dafür muss ich ja gar nicht. Ich mach's ja freiwillig. Ich mach's ja als Hobby. Hallo. Guten Tag. Nee, oder Kind, du willst es gar. Ey, was willst du? Achso, einen normalen Fahrschein. Achso, jetzt sagst du mir. Einen normalen Fahrschein, bitte. Wir geben HC5. Einen ganz normalen Fahrschein. Wollen Sie mir einen Fahrschein geben? Fahrschein ermäßigt. Halt die Klappe. Entschuldigen Sie. Du willst das Kind. Dankeschön. Nächste Haltestelle, Erlenpark. Dass die Kinder immer den Busfahrern so auf den Geist gehen müssen. Ich versteh's nicht. Schlimmer sind Jugendliche, die da den ganzen Bus voll kotzen. So, das habe ich jetzt wegen dem Gelenk wegen gemacht. So, hier ist ein Haltewunsch. Nächste Haltestelle, obere Kolonie. Sollen hier jetzt da rumkommen? Es geht niemals gut. Scheiße. Wow! Man bekommt alles hin. Man muss immer hier der Schnellste sein. Obere Kolonie. Haben wir auch wieder einen Haltewunsch. War ein fiktiver Haltewunsch. Nein, es war ein Haltewunsch. Scherz wohl, wie es aussieht. Ja. Nächste Haltestelle, Laibachstraße. Mein Rücken tut schon wieder total weh, weil ich jetzt die ganze Zeit sitze. Ist immer so, wenn ich irgendwas total kurz drehen mache, dann gucke ich mal. Das ist einfach nicht gesund. Nein. Das wird so nichts. Jetzt schon. Obwohl, es macht echt Bock, so nachts mit dem Bus unterwegs zu sein und zu wissen, hier die ganzen Leute legen ihre Sicherheit auf meine Hand. Obwohl, eine sehr schlechte Idee war. Schon wenn auf einmal das Lenkrad verrückt spielt. Nächste Haltestelle im Grünland. Der hört ja auch gleich. Das war echt jetzt auf einmal schlecht.
vielleicht weniger Gas und mehr in die Kurve. Jetzt müssen sie den Hof auch dauernd machen. Können sie auch nicht so schnell rasen, wie sie wollen, obwohl trotzdem, die machen es wie von der Bienenstunde. Ups. Nächste Haltestelle, Sittingen, Westbahnhof. Das stimmt nicht, der Punkt hat im Grünland. Jetzt kommt der Westbahnhof. Stelle Jägerstraße SVB Betriebshof. Das ist ja erst der Westbahnhof. Okay, wir sind eine Station voraus, verdammt. Ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, aber Busse dürfen hier drauf fahren. Immer schön schauen, ob das Gelenk wirklich mitkommt oder nicht. Ein bisschen warten. Immer. Weil die Lenkbussen immer ein bisschen später einschlagen. So mein Tipp. Da unten ist eine Uhr. Haltestelle Bergstraße. Dass wir jetzt wirklich mit 2 Minuten Verspätung haben. Schade. Zwei Minuten Verspätung und dann geht's zum Betriebshof, würde ich sagen. Hoffen wir's mal. Ist jetzt mal das grüne Licht möglich oder nicht?
Nächste Haltestelle, Bertholdstraße. Der fährt ein Toll. Ja, Mann. Echt, dass sie jetzt hätten sie sich nicht aufregen müssen. Also bitte. Das war jetzt wirklich gemeistert, würde ich sagen. Gemeistert. Nächste Haltestelle, Bahnhofstraße. Die Bahnhofstraße. Mal gucken. Also ich wusste nicht, dass es so lange braucht, ne? Leute. Wow. Ich will gar nicht jetzt anschauen, wie viel Verspätung wir machen. Wir sind schon fast bei 3 Minuten. Aber Nachtbusse kommen sowieso immer später. Das ist so Prinzip. Weil der Busfahrer schon wegen müde ist und keinen Bock hat, nachzufahren und so, ne? Ihr wisst es ja. Ja. Ich glaube, ich werde diese Wartezeit ein bisschen mit Musik belegen. Ach ne, jetzt geht's schon weiter. Nehmen wir alles zurück. Stelle Zopp Sittingen. So Leute, das war's mal wieder. Ja, ein bisschen hart bin ich reingefahren, ich geb's zu, aber keine Unfälle gebaut. Ein paar Mecker, ja. Ein bisschen Gemecker von den Fahrgästen, aber ansonsten. Nur einmal waren wir zu spät, das war in der Bahnhofstraße. Ansonsten waren wir ziemlich okay, sagt mir der Fahrplan. Ja, und ich würde sagen, man sieht sich wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.